Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Illusion of Time Remuspektive. Die letzte Folge endete damit, dass wir nur knapp ein Schiffsunglück überlebten, Will ins Koma fiel und wir in einem fremden Haus wieder erwachten. Vom Besitzer des Hauses erfuhren wir auch, dass eine Stadt namens Freya nicht weit entfernt läge. So machen wir uns auf den Weg, um unsere Freunde zu suchen. In Freya angekommen, wird uns sofort ein wunderbares, idyllisches Bild präsentiert. Rote Rosen sollen vom Himmel fallen und nie verblühen. Doch wie wir noch erfahren werden, ist nicht alles Gold, was glänzt. Die Suche nach unseren Freunden ist nicht von großer Dauer, denn kaum in Freya angekommen, werden wir von einem fremden Mann angesprochen. Wie sich herausstellt, ist er Besitzer eines Hotels und bittet uns, bei ihm zu übernachten. Da wir sowieso müde von der Reise sind, willigen wir ein und folgen ihm in sein Hotel. Als wir das Hotel betreten, fällt uns sofort Lily in die Arme. Die Gute berichtet uns, dass sie mit Eric und Lance hier arbeitet und sie schon einen Monat hier sind. Des Weiteren erzählt sie auch, dass Lance leider sein Gedächtnis verlor und zu allem Übel auch noch Eric verschwunden ist. Ich glaube, du weißt genauso gut wie ich, dass das jetzt unser Problem ist. Also beginnen wir mit der Suche nach Eric. Als Will die Straßen von Freya durchstreift, bemerkt er, irgendwie hat die Stadt zwei Gesichter. Ich meine damit, der vordere Bereich der Stadt sieht wunderschön, romantisch, idyllisch aus. Der hintere Teil eher verwahrlost und schmuddelig. Des Weiteren kann man auch zwielichtige Gestalten antreffen. In diversen Gesprächen erfahren wir auch, dass Freya eine Hochburg des Sklavenhandels ist. Und du kannst deinen Teil dazu beitragen. Sprechen wir einen der vielen Sklavenhändler an, welche meiner Meinung nach eher Kultisten ähneln, erfahren wir, dass ein Sklave entlaufen ist. Und wir würden belohnt werden, wenn wir das Versteck des Sklaven ausfindig machen. So können wir uns jetzt aktiv nach diesen Sklaven umsehen. Haben wir ihn gefunden, so müssen wir nur noch Meldung vollziehen. Als Belohnung winkt uns ein rotes Juwel. Das ist ganz schön harter Tobak, wenn du mich fragst. Ich meine, möchtest du jedes Geheimnis lüften, so musst du diesen Sklaven übergeben. Und da ich dir jedes Geheimnis hier zeigen möchte, muss ich wohl oder übel auch diesen Sklaven übergeben. Das heißt aber nicht, dass ich Sklavenarbeit oder Sklavenhandel für gut heiße. Ganz im Gegenteil. Ich meine, du kannst auch die Quest ablehnen. Musst halt damit leben, dass du nicht alles entdecken wirst. Es ist auch interessant im Hinblick der Entscheidungsfreiheit. Ich meine damit, wir hatten schon den ein oder anderen Dialog, bei dem uns zwei verschiedene Antwortmöglichkeiten zur Auswahl standen. Bestes Beispiel König Edward und der Ring. In den meisten Fällen ist es auch herzlich wurscht, was du antwortest, da das Spiel sowieso macht, was es will und alles zum gleichen Ergebnis führt. Oder aber das Spiel dich einfach nicht weitermachen lässt, bis du die richtige Antwort gibst. Das hier ist wirklich die einzige Stelle im Spiel, bei dem deine Entscheidung Konsequenzen hat. Wirklich hart und das bei so einem sensiblen Thema. Wir durchsuchen die Stadt weiter nach unserem Freund und stoßen auf einen geheimen Sklavenbazar. Immer wenn ich diese Höhle betrete, habe ich ein beklemmendes Gefühl. Die mysteriöse Musik, der Mann mit der Kapuze, die Tatsache, wie die Sklaven eingepfercht sind, die Dialoge mit den Kunden. Also, das muss ich dem Spiel lassen. Illusion of Time weiß, wie man Atmosphäre erzeugt. Wir geben uns als interessierter Kunde aus und haben so die Gelegenheit, mit den drei Sklaven zu sprechen. Grüß dich, Remus. Ich bin der Remu. Einer der drei Sklaven berichtet, dass Eric versuchte, sie zu befreien, jedoch kläglich scheiterte und somit weggesperrt wurde. Natürlich verrät er uns, wo wir Eric finden können. Unser Weg führt uns zu einem Haus, in dessen Fenster wir einen Mann beobachten können. Kommen wir dem Haus zu nahe, so schließt er die Tür. Da er uns bei mehrmaliger Aufforderung nicht hereinlässt, bleibt uns nur ein Mittel. Wills Multifunktions-Schweizer Flötentool und zack, wir brechen die Tür auf. Im Inneren finden wir Eric gesund und munter, der uns erzählt, dass sein Entführer Reis ausgenommen hat. Des Weiteren bittet er uns, die Sklaven zu befreien, welche in der ansässigen Diamantenmine zum Arbeiten gezwungen werden. Er erklärt uns noch schnell den Weg und wir setzen unsere Reise fort.
Herzlich willkommen im zweiten Mini-Dungeon. Unsere Aufgabe ist es nun, die Sklaven ausfindig zu machen und sie zu befreien. Jetzt habe ich schon das ein oder andere Mal gehört, dass dieses Dungeon eher als uninspiriert oder sehr eintönig gilt. Ich kann das ein Stück weit nachvollziehen, da die Optik ziemlich grau gehalten wurde, aber das ist halt auch eine Mine, ne? Ich hingegen empfinde das Dungeon für sehr atmosphärisch. Ich meine klar, die Farbpalette ist limitiert, aber durchstreifst du das Dungeon, kannst du hier und da die Skelette verstorbener Sklaven entdecken. Ziemlich gruselig, wenn man drüber nachdenkt. Auch die Wahl der Gegner ist gelungen. Die Würmer, die aus dem Boden kommen, oder diese grünen Echsen mit den Peitschen, das erinnert einfach nur an Sklaventreiber. Nur die fliegenden Augen, welche mit Lasers schießen, finde ich etwas fehlplatziert. Aber gut, das optische Highlight für mich in diesem Dungeon ist die Aufzugfahrt. Ich finde es einfach nur klasse, wie man die untere Ebene erkennen kann. Kommen wir nochmal aufs Kämpfen zu sprechen. Ich habe ja gefühlt in jeder Folge auf dem Kampfsystem rumgehackt. Und keine Sorge, es ist auch nicht besser geworden. Aber wir haben mittlerweile mit Will eine massive Stärke erreicht, sodass die Verwandlung in Freedan eigentlich überflüssig ist. Aber schau selbst. Da ich aber Ritter mit langen Haaren mag, verwandeln wir uns trotzdem in Freedan. Zurück zur eigentlichen Mission. Haben wir einen Sklaven entdeckt und befreien ihn, indem wir mit unserem Schwert oder Flöte auf seine Fußfesseln schlagen, so sichern wir uns nicht nur seinen Dank, sondern auch seine Unterstützung. Das kann zum Beispiel sein, dass wir Schlüssel erhalten, welche für das weitere Vorankommen immens wichtig sind. Des Weiteren erhalten wir auch rote Juwele oder aber auch wichtige Tipps. Lest doch mal die Textbox. Und jetzt schaust du auf Wills Haare und was ich mit der Wand mache. Geniales Leveldesign. In der Gestalt des dunklen Ritters durchstreifen wir weiter die Mine und kommen so an eine Sackgasse. Doch nebendran finden wir auch ein Sphärenportal, welches wir auch nutzen, um uns in Will zurückzuverwandeln. Denn mit Wills Psycho-Dash ist es ein leichtes, die Mauer der Sackgasse einzureißen. Hinter der Mauer finden wir ein weiteres Portal und darin eine neue Fähigkeit für Freedan, den Dark Freer, oder wie man das ausspricht. Ich habe mal gegoogelt, Freer bedeutet Mönch, also haben wir jetzt den dunklen Mönch bekommen, sehr geil. Mit der neuen Fähigkeit ist es uns gestattet, magische Geschütze abzufeuern. It's a kind of magic. Und wir erreichen Gegner, die wir sonst niemals erreichen würden. Wir setzen unsere Reise fort und finden einen Raum, in dem die Leichen gelagert werden. Richtig abartig. Und zu allem Übel müssen wir diese auch durchsuchen, denn eine dieser Leichen hat den letzten Schlüssel, den wir brauchen. Haben wir nun die letzte Tür geöffnet, so finden wir drei Typen, die du eigentlich kennen solltest. Wir befreien sie und als Dank bringt uns einer der Sklaven ein neues Lied bei. Es handelt sich hierbei um die Melodie der Erinnerung. Für was wir die wohl brauchen? Nun möchte er noch den Kerkerschlüssel und die Melodie des Windes als Erinnerung an unsere Begegnung. Interessante Form des Inventarmanagements. In der Stadt angekommen, interessiert es mich brennend, ob es die drei wirklich in die Freiheit geschafft haben. Und so statte ich dem Bazar mal einen Besuch ab. Und was muss ich da sehen? Ein einziger Gefangener, und zwar den, den wir verpfiffen haben. Richtig guter Detailgrad. Jetzt aber schnell zu Lance, damit wir ihm das neue Lied vordudeln können. Seid auch bei der nächsten Folge mit dabei, wenn wir gemeinsam herausfinden, ob Lance Erinnerung zurückgekehrt ist. Bis dahin, Servus!